Es fing ja früher ganz mit den korpulenten Frauen an. Dann kam Twiggy. Ich meine, das, die ganzen Zeiten ganz dünn. Und jetzt ist so eine Zeit, wo eigentlich alles geht. Frauen dürfen wieder Kurven haben und sich dabei wohlfühlen. Okay. Die Zeiten, in denen dürre Models das Maß aller Figuren waren, sind vorbei. Die Diskussion um Hungerhaken und Magersucht zeigt Wirkung. Und das ist auch gut so. Also es gibt immer was zu meckern bei jeder Frau. Wenn sie eine Topfigur hat, die hat immer was zu meckern. Ja. Ich wusste, dass die mager sind oder dass sie dünn sind, Models. Aber mir war nicht klar, dass jetzt auf dem Laufsteg wirklich man da Mädchen zeigt, die einfach jeden Moment umkippen. Also die sind ja tot eigentlich, die leben ja gar nicht mehr. Das sind eher Geister, meiner Meinung nach. In einem Ferienclub auf Fuerteventura macht Fotografin Wiebke Brücker Träume wahr. Für die Zeitschrift Brigitte schießt sie Modefotos mit echten Frauen. Dann gibt es für einen kleinen Busen eine Passform, dann gibt es einen für einen großen Busen. Und das, was die Frau im Grunde genommen am vorteilhaftesten im Grunde genommen rüberbringt, was am schönsten für die Figur ist, da haben wir uns dann die passende Frau dazu ausgesucht. Aber sie muss auf jeden Fall eine Bikini-Figur haben. Auf jeden Fall, ja, das ist wohl wichtig. Ja. Gut, dann nehme ich das. Keine Models. Mitarbeiterinnen des Clubs werden die Bikinis präsentieren. 25 hatten sich für das Shooting beworben, 8 sind in der Endrunde, 5 werden schließlich vor der Kamera stehen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bei den anderen wollte ich noch mal sagen, das hat nichts damit zu tun, dass ihr jetzt weniger hübsch oder gut aussehend oder was auch immer. Wir haben bestimmte Passformen und Größen und einige Figuren sind doppelt. Und deswegen haben wir uns jetzt für die 5 Mädchen entschieden. Also vielen Dank noch mal. Wir freuen uns auf ein tolles Shooting. Wir uns auch. Gerne. Hast du da schon immer von geträumt? Ja, also ich glaube, als Mädchen oder als Frau träumt man da immer mal schon von. Zu modeln? Ja. Okay. Hast du Lampenfieber? Nee. Nee? Okay. Ich auch manchmal zwischendurch. Ja. Also okay, danke. 5 Frauen mit Normalfiguren modeln im Bikini. Eine kleine Sensation in der Modewelt. Die diktierte lange, je dünner, desto besser. Ein Ideal, das Frauen unter Druck setzte, Mädchen in die Magersucht trieb. Wiebke Bröcker ist eine erfahrene Moderedakteurin und Fotografin. Sie freut sich, dass sie auch mal ganz normale Frauen optimal in Szene setzen kann. Das gelingt besonders gut im Urlaubsambiente. Denn das bedient Träume wie die Modezeitschriften. Die typische Leserin ist zwischen 35 und 55 Jahre alt und kennt sich aus im Leben. In dem Alter tragen die meisten Frauen Größe 40 und mehr. Von Größe 32, 34, der berüchtigten Size Zero, in der Designer so gerne ihre Mode zeigen, sind sie weit entfernt. Zu dünn ist hässlich, finde ich fast, für Bikinis. Es muss schöne Kurven haben, eine tolle, gesunde Frau. Aber wenn jemand jetzt wirklich, sage ich mal, sehr viel auf den Hüften hat, dann ist es im Foto vielleicht doch ein Badeanzug günstiger. Das kann man dann auch schön fotografieren. Die Animateurinnen präsentieren sich locker vor Wiebkes Kamera. So, wie sie es im Job gewohnt sind. Sei du selbst. Das hören Frauen gerne. Das gibt Freiraum. Aber mit sich zufrieden sein, das reicht nicht. Die Wirklichkeit ist auch, der weibliche Körper wird von vielen bewertet und erbeutet, nicht nur auf der Fotopirsch. Modelshooting. Jawohl, extra für mich heute, ja. Diese Frauen, die ich mir heute angeschaut habe, die hatten auch entsprechend die weiblichen Formen, die ich mag. Und das passte. Das war in einem guten Verhältnis, stand das zueinander, ja. Das wünschen Sie sich auch an Ihrer eigenen Frau? Das wünsche ich mir nicht an meiner eigenen Frau, das hat sie. So habe ich sie mir auch ausgesucht. Ja. Ja. An den Körper. Vom Traummaß 90, 60, 90 reden viele. Eine normale deutsche Frau hat aber im Durchschnitt die Maße 99, 84, 104.
Die Animateurinnen sollen den Leserinnen ähnlicher sein als die Profi-Models. Sie haben das Shooting mit den Laienmodels hier beobachtet und auch schon mal die Brigitta angeschaut. Was ist Ihre Meinung? Naja, es hat sich für mein Äußeres in der Brigitta nicht viel geändert. Die Frauen sind immer noch hübsch, groß und schlank. So, eins, okay, geht los. Mit der Fotogeschichte sollen Bikinis verkauft werden. Die Damen vom Club tragen 38 oder 40. Fast jede zweite Frau kauft aber Größe 42 oder mehr. Ihr habt ja jetzt nicht den super flachen Modelbauch, aber das stört euch nicht. Nö. Das ist ja eben auch das, was die Brigitta-Aktion unterstützen soll. Und ja. Wie steht ihr zu? Ja. Also ich glaube, dass das sehr gut ankommt bei den Lesern. Also wir haben da jetzt schon Erfahrungen gesammelt. Und, aber ich finde auch persönlich, also ich habe in meiner Nachbarschaft ein Kind, die ist 12 und die achtet jetzt schon auf ihre Figur. Und ich finde, wenn man da irgendwas tun kann, um das zu verhindern, sollte man das tun. Denise hat sich bei einer Misswahl beworben. Und zwar, wenn man das hier mal, das wäre dann, ne? Du bist ja wirklich super schlank. Das ist Größe 32 jetzt, ne? Größe 32, kann man die überhaupt normal kaufen? Ja. Ja, ja. Kennt man nicht. Ja, doch. Also das wäre jetzt nur ein Kleid halt, ne? Aber ich bin mir noch unschlüssig. Ich weiß es noch nicht, ob ich es nehme oder nicht. Jetzt hänge ich hier fest. Denise Demirovska will in diesem Kleid die schönste Frau in Nordrhein-Westfalen werden. Und dann vielleicht Miss Germany. Als Schönheitskönigin später ihren Traum wahrmachen. Ein eigenes Modelabel gründen. Noch arbeitet Denise an der Rezeption einer Wellness-Therme. Ihre ganze Freizeit investiert sie in Modeentwürfe und Model-Contests. First Model Ruhrgebiet ist Denise schon. Zweite der Wahl zur Miss Ruhrgebiet und dritte Miss Europa-Park. Ihre Figur, ihr Aussehen sieht Denise als Startkapital. Sie will die nächste Schärpe. Ein beinhartes Geschäft. Ist sehr elegant, doch. Also es ist sehr, wie gesagt, man ist in Abendrobe da. Jetzt hier überreicht mir Miss Germany halt die Schärpe. Und das ist schon ein toller Moment. Ne, das ist total schön. Das war ja alles mit Theater und hier hinten ist auch die Europaparkmaus. Und es war einfach, das war richtig, richtig elegant, richtig edel gemacht alles. Also richtig schön. Ist auch sehr seriös. Also ich würde jetzt auch nicht bei irgendwas mitmachen, was so unseriös ist. Ne? Stopp! Mädels, ihr müsst aufpassen, konzentriert zugucken. Weil den Fehler, das macht ihr zum dritten Mal in Folge, das kann nicht sein. Weil ihr nicht aufpasst, ihr unterhaltet euch die ganze Zeit und das solltet ihr definitiv nicht. Wir haben keine 5 Stunden Zeit, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, um die ganze Choreografie drauf zu haben. Also nochmal. Rabea Hiyazi verkauft Versicherungen und große Auftritte. In einer Kölner Großraumdisco übt der Damendominator die Choreografie für die Miss NRW-Wahl ein. Für Denise ist es der Tag, der über ihre Zukunft entscheiden soll. Gefragt sind Barbie-Maß, Gänsemarsch und Gleichschritt. Erst wenn die 1 steht, kommt die 2. Erst wenn die 2 steht, kommt die 3. Großer Busen, Wespentaille, runder Po. 90, 60, 90 eben. Wie ist die Konkurrenz? Gut, also groß. Doch, das sind ein paar Mädchen. Ich denke, die haben es auf jeden Fall. Die würden es schaffen, ersten Platz zu machen. Ja. Aber ich mache es mit Spaß. Aber du willst auch den ersten Platz machen, ne? Ja, darum bist du hier. Ja, ne? Sicherlich. Klar, aber versuchen wir es einfach mal. Ich glaube, jetzt bin ich dran. Die Kandidatinnen müssen den Disco-Gästen ein abendfüllendes Programm bieten. 3 Durchgänge wird es geben. In Abendrobe, im Bikini und die Siegerehrung. Was mir sofort ins Auge springt, sind meine Beine. Mhm. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie die sehen? Oh Gott. Oh Gott. Gott, sind die dick. Mhm. Ja. Gott, sind die dick und überall sieht man Rundungen und. Bettina lernt, sich selbst zu lieben. Und ich komme mir vor wie ein Trampel. Mhm. Eine Psychologin hilft ihr, das eigene Spiegelbild zu ertragen.
Als Dr. Karin Lachenmeier Bettina kennenlernte, wuchs sie 39 Kilo. Jetzt sind es 61 bei einer Größe von 1,75 Meter. Wer entscheidet denn, was perfekt ist? Naja, ich denke, meine Gehirnwäsche, die ich irgendwie durchgemacht habe. Und meine Bilder, die ich unterbewusst im Kopf habe, die einfach geprägt sind von dünnen Mädchen. Sehr dünnen Mädchen. Die Vorstellungen über den eigenen Körper sind teilweise ein Ergebnis der Auseinandersetzung mit den Medien, häufiger aber auch ein Ergebnis der Erfahrungen, die die Mädchen mit ihren Körpern gemacht haben. Von Rückmeldungen, Hänseleien, kritischen Bemerkungen. Bilder von Magermodels haben sich in den Köpfen junger Mädchen festgesetzt und viel Schaden angerichtet. Mehr als 100.000 Mädchen und junge Frauen sind magersüchtig. Im Alter von 11 Jahren hat schon jedes zweite Mädchen einmal Diät gemacht oder bewusst gehungert. Bettina ist seit 9 Monaten in der Klinik. Sie lernt, ein Gefühl für den eigenen Körper zu entwickeln, sich selbst zu spüren und ihr Leben anzunehmen. Okay, also das ist mein Leben in Bildern, das ich gemacht habe mit vielen Fotos, vielen Kinderfotos, Fotos aus meinem ganzen Leben. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mit 13 Jahren war Bettina noch pummelig. Lange hatte sie das nicht gestört, bis ihre Freundinnen ihr ein Bild schenkten. Auf das Foto eines Bikini-Models hatten sie Bettinas Gesicht geklebt. Eine klare Botschaft. Jetzt wurden Models ihr Maßstab. Und ihr wolltet so sein wie diese schicken Models da auf der Yacht. Ja. Total. Das ist das Ziel. Und wenn man, oder wenn wir so sind, dann sind wir normal und dann sind wir geliebt und dann sind wir glücklich. Glücklich, genau, dann sind wir glücklich. Wenn wir so sind, dann sind wir glücklich. Bettina war 14 Jahre alt und im Urlaub. Da fasste sie den definitiven Entschluss, abzunehmen, aß nur noch Obst und Gemüse. Die ersten 10 Kilo weniger waren einfach und brachten ihr viel Lob. Sie hungerte weiter. Ein Fotograf lud sie in sein Studio ein und machte Fotos. Die dünne Bettina stand im Fokus der Aufmerksamkeit. Das waren auch so Bilder, klar, wo ich total auch von mir selbst überrascht war. Also, weil ich mich so überhaupt nicht kannte und eben früher nur das Pummelchen war, was plötzlich solche Bilder machen kann. Bettina konnte nicht mehr aufhören zu hungern. Mit 19 Jahren war sie völlig am Ende. Ja, und ich dann nur noch 39 Kilo gewogen habe. Ja, auch Bilder, die ich nicht so gern angucke. Und das Glück hatte, dass meine beste Freundin hier angerufen hat, im TC für mich. Also ich war schon gar nicht mehr in der Lage dazu. Und dann diesen Platz für mich organisiert hat. Träume sind auf Sand gebaut. An der Beachbar auf Fuerteventura lassen Urlaubsgäste die Hüllen fallen. Nicht weit davon posiert Sophia in der neuen Strandmode. Okay, jetzt leg mal los. Nicht so schnell, bitte. Brigitte, eine der auflagenstärksten Frauenzeitschriften, fotografiert keine Profi-Models mehr. Dies sei eine Antwort auf den Magerwahn in der Modewelt. Fotografin Wiebke Bröcker muss jetzt ganz neue Herausforderungen bewältigen. Die Hose ist natürlich jetzt auch sehr breit, aber Frauen, die einen ganz normalen Alltag meistern, haben zwar oft mehr Ausstrahlung, aber auch die eine oder andere Problemzone. Okay, läuft's, Wiebke? Ja, es ist schwierig. Die Wetterbedingungen sind schwierig. Und sie kann natürlich auch die Augen schwer aufhalten. Von daher ist es ein bisschen. Und auch wieder natürlich mit ein bisschen mehr Sonne hätte ich gerne hinten das Wasser so ein bisschen türkis gehabt. Es ist nicht, ehrlich gesagt, nicht so einfach.
Wiebke kämpft um gute Fotos, Sophia findet einfach alles toll. Die Studentin ist für das Shooting extra aus Hamburg eingeflogen. 25.000 Frauen haben sich um einen Fototermin beworben. Die jüngste ist 14, die älteste 80 Jahre alt. Seit Sophia ein kleines Mädchen ist, posiert sie vor jeder Kamera, egal wie und wo. Also mir macht es schon Spaß, sich fotografieren zu lassen. Aber ich muss natürlich erstmal warm werden, also mit so einem ganzen, weil so ein Set, das hatte ich natürlich nicht. Das ist das erste professionelle Fotoshooting für mich. Kannst du dir denn vorstellen, sowas öfter zu machen? Ja, definitiv. Dass du auch ein paar Jahre so das richtig professionell machen würdest? Mhm. Ja? Ja, auf jeden Fall. Hätte sie da Chancen, Wiebke? Na, sag jetzt nichts Falsches. Die Leserinnen wollen sich zwar wiedererkennen, aber sie wollen träumen. Den Blick in den Spiegel gibt es schließlich jeden Tag zu Hause gratis. Wie gefällt dir das, Sophia? Das gefällt mir sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass mir so eine Hosen stehen. Werbekunden verlangen ein gutes Umfeld. Der Gesamteindruck muss stimmen. Wiebkes Assistentin hat auch bei 100 Paar Schuhen keine freie Auswahl. Natürlich, wir haben ja Anzeigenkunden und die bedient man entsprechend ja auch. Die müssen wir schon immer in unseren Modestrecken irgendwie berücksichtigen. Aber wir mischen das immer so ganz gut. Wir haben immer Anzeigenkunden und mischen das immer, genau. Genau, nehmen wir das noch mit und das Tuch nehme ich noch mit. Wenn sie ein Bein nach vorne macht. Sophia, geh noch mal einen Schritt zurück und mach mal, noch mal. So, und mach mal ein Bein nach vorne. Das andere bitte. Ja. Da. Harte Arbeit steckt in den Fotos, die so leicht wirken. Sophia kennt die Profi-Posen nicht, die der Figur und der Mode schmeicheln. Egal, wer nun vor der Kamera steht, den Leserinnen darf kein Windbeutel angeboten werden. Sie sollen eine Hose bewundern und kaufen. Voll für die Hose. Und du siehst, vor allen Dingen siehst du super aus. Du siehst so gestrandet aus. Shootings mit Laienmodels sind anstrengender als mit Profis. Wiebke Bröcker und ihr Team arbeiten hart, um die Persönlichkeit ihrer Models optimal zur Geltung zu bringen. Dann sieht jede Frau interessant aus. Schön, danke, haben wir. In Köln geht unbeirrt Größe 32 an den Start. Denise und 17 andere junge Frauen denken nicht an Magersucht. Sie wollen Miss NRW werden. Die meisten gehen leer aus. Nur für den Veranstalter, die Miss Germany Corporation, hat sich das Event schon gelohnt. Der Disco-Besitzer zahlt einige tausend Euro, damit der Wettbewerb in seinem Club stattfindet. Er will den zahlenden Gästen was bieten. Junge Frauen wie Denise, gute Figuren, hautnah. Was ist denn eine gute Figur? Eine gute Figur ist 34, 36. Ja. Da muss man ja für hungern. Nein. 34, 36 ist okay. 32, 34 ist hungern. Ja? Was hast du für eine Größe? Ja, ich bin Mann. Warum ist das so wichtig? Weil eine Frau nochmal schlank sein muss und Mann, ja, der sollte jetzt auch trainiert sein oder sowas, aber eine Frau sollte schon schlank sein, ja. 90, 60, 90 eben. Das müssen die Teilnehmerinnen im zweiten Durchgang offenlegen, im Bikini eines Sponsors. Schaulaufen und dünne machen, Bauch einziehen reicht nicht. Ein Brustumfang von 90 cm entspricht Kleidergröße 40. Taillenumfang 60 cm, aber der Größe 32. Und Hüftumfang 90 heißt Kleidergröße 34. Im richtigen Leben kann es das nicht geben. Das schafft nur Barbie mit Silikoneinlage. Viele der jungen Frauen, die hier nach Beifall hungern, haben jahrelang immer wieder Diäten gemacht. Der Bikini-Durchgang ist die Stunde der Wahrheit. Wie fühlst du dich jetzt in diesem roten Wämschen? Nackig. Nackig. Ist nicht dein Ding? Nee, gar nicht. Nee. Aber ja, was soll ich machen, ne? Ist halt besser, als wenn es noch so ein Mini-Bikini wäre. Wäre noch schlimmer. Immerhin gibt es ein Jäckchen zum Bikini. Denise muss nicht im BH auf der Bühne stehen. Noch nicht. Das ziehst du gleich aus. Komplett. 350 solcher Beauty-Contests veranstaltet das Unternehmen Misswahl jedes Jahr. 18 Damen hat die Miss Germany Corporation an diesem Abend geliefert. Je mehr, desto besser. Da darf auch die vierte Miss-Abitur im Sauerland auflaufen. Und die Tuning-Queen der Motorsportmesse. Denn für Kurven interessieren sich hier alle. Für Denise' Karrierepläne niemand. 25 Jahre alt und sie ist
Rezeptionistin hier an der Germania-Therme in Köln. 1.30 Uhr, Nabelschau vor 1200 Gästen. Mittendrin die Jury mit Klatschreportern, Friseuren und Veranstalter, die Punkte vergeben. Im Hinterzimmer zählen sie aus. Gegen 2.30 Uhr wird das Urteil verkündet. Eben bitte keine Kommentare und keine Filmaufnahmen. Heute ist mir wirklich der Modeltyp 90, 60, 90 gefragt. Und auch die Damen sind sehr selbstbewusster geworden, freier und offener. Herzlichen Glückwunsch, Miss NRW 2010. Gewonnen haben die Maße 89, 65, 93. Sie gehören der Miss Bonn. Für Denise hat es nicht gereicht. Ausstrahlung und Wespentaille waren nicht genug. Menschen, die sich ernsthaft für sie, ihre Ideen und ihre beruflichen Pläne interessieren, hat sie hier nicht getroffen. Sie war Teil der Show. Den zweiten Platz belegt die Tuning Queen, bekannt von Pin-Up-Kalendern. Denise ist raus aus dem Geschäft. Hier, das war jetzt nicht die Bestimmung, sag ich mal. Und ich muss mein Ziel in einen anderen Weg verfolgen. Und wie gesagt, wie ich es mir erträume, dieses Ziel werde ich auch verfolgen, auf jeden Fall. Ja, gefällt dir das? Weil das ist schon so gewesen, dass man hier natürlich wirklich sieht, und so soll es ja auch sein, dass sie quasi schon untenrum eine 40, also wenn nicht mehr hat. Also das sind hier keine Modelmaße, ne? Die typischen. Nee. Genau, also man sieht, da ist wirklich mehr dran. In Hamburg entscheidet Modechefin N. Waller über die Fotos von Wibke Bröcker. Erfüllen sie den Anspruch der Redaktion, die Erwartungen der Leserinnen und der Anzeigenkunden? Wie viel Wirklichkeit verträgt ein Modeheft? Ich glaube mal, die Leserin sagt zwar, ich möchte gerne. Warum habt ihr nicht mehr in den Größen zwischen 46 und 50? In dem Moment, wo man es zeigt, ist die Kritikschwelle so hoch angesetzt. Ich merke das auch bei mir in der Redaktion, dass viele sagen, wie sieht die denn aus? Also man möchte doch immer noch träumen. Das ist, glaube ich, der starke Wind, Sophias Hüften, die weite Hose. Die Bedingungen beim Fotoshooting waren nicht einfach. Ich dachte, es fliegt weg. Und die Hose, die war immer in alle Richtungen. Das ist es nicht. Ich wollte mich gerade fragen, ob es die Hose irgendwie noch so gibt, dass man dann hier so ein bisschen mehr, also den Bogen raus hat. Das ist dahinter. Ne? Ja, aber auf der anderen Seite, das ist sie. Ja. Ne? Echte Frauen, schön und gut. Für die Modechefin zählt das Ergebnis, das Foto im Heft. Dann geht es aber darum, dass wir diese Hose verkaufen wollen, weil es unser Exklusivbestellmodell ist. Wo man sagt dann, zeigt ihr jetzt nicht Frauen in Größe 44, 46? Wenn du jetzt jemanden in Größe 46 in die Hose stecken würdest, würden wir nicht eine einzige Hose davon verkaufen. Mhm. Darf es ein kleines bisschen mehr sein? Frauen, die heute in der Brigitte Mode präsentieren, müssen sich auf jeden Fall nicht mehr dünne machen. Und machen Artdirektor Kolja Kahle das Leben jetzt leichter. Das war mal anders. Ich kann Ihnen hier bei einer Beauty-Produktion das Vorher- und Nachher zeigen. So sah das Model aus beim Fotoshooting. Hatte hier hinten, wenn Sie so wollen, gar keinen Po mehr richtig. Der Rückenknochen kommt hier richtig raus. Und da haben wir das dann elektronisch gesünder aussehen lassen und ihr einfach einen schöneren Rücken gemacht. Ein paar Kilos angedichtet. Genau. Und ich glaube, mein krassestes Beispiel während meiner Arbeit hier bei der Brigitte ist dieses. Da sehen Sie hier im roten Kreis das Original, also der total in meinem Empfinden abgemagerte Unterarm. Und das, was wir dann wieder durch elektronische Schönheit daraus gemacht haben. Das sieht ja richtig krank aus. Ja, das finde ich auch. Also ich finde es nicht nur krank, ich finde es einfach auch nicht mehr schön. Ganz süß, ganz toll. Die Aktion ohne Models soll auch dem Auflagenschwund entgegenwirken. Immerhin ist die Zeitschrift ein Produkt, das verkauft werden und dem Verlag Umsatz bringen soll. Das neue Konzept hat den Verkaufszahlen gut getan, zumindest in den ersten 5 Ausgaben. Ohne Models war auch ein Wagnis. Brigitte ist die Einzige, die konsequent auf Models verzichtet. Ein radikaler Schnitt, den der Chefredakteur lange mit den Mitarbeitern diskutiert hat. So süß. Wie zufrieden sind Sie mit dieser Aktion ohne Models? Wie läuft's? Herrlich. Ja? Warum? Weil es so wahnsinnig lebendig ist. Weil es ganz anders als vorher, wo man eigentlich
sehr viel formaler entscheidet und also man hat schöne Produktionen, schöne Sachen, kommen einem jetzt immer so viele unterschiedliche Frauen entgegen aus den Produktionen. Und das ist so lebendig geworden, auch mit dem, auch was die Produzentinnen erzählen. Und also es hat sich wirklich dramatisch verändert. Der Markt ist schwierig. Alle Frauenzeitschriften haben Einbußen. Viele wollen anders punkten. Mit superschlanken Models, mit Promis, an deren Stil Frau sich orientieren soll, mit Glamour, Glanz und Gloria. Auch diese Hefte finden Käuferinnen. Können Sie es durchhalten? Es gibt Stimmen aus der Szene, die sagen, okay, gute Sache, aber vielleicht können die das gar nicht durchhalten auf Dauer. Interessantes Frauenbild, was hinter dieser Stimme steckt. Das ist nämlich ein Frauenbild, das heißt, alle schönen Frauen auf der Welt sind Models geworden. Und wenn man sich nicht der Models bedient, dann gehen einem die gut aussehenden Frauen und die tollen Frauen schnell aus. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Bettina hat zugenommen und will sich mit einer neuen Hose belohnen. Noch immer arbeitet sie daran, ihre Magersucht in den Griff zu bekommen. In den Modeläden hängen alle Größen. Aber in den Schaufenstern zeigen weiter magere Puppen, wie die Mode am besten auszusehen hat. In kleinen Größen in 36. Ja, ich habe damals auch Größe 34 getragen ungefähr. 36, 34. Bei der 36er war ich unglaublich stolz, als ich meine erste 36er tragen konnte. Bei der 34er habe ich dann schon irgendwie gemerkt, es ist nicht mehr so schön. Und ich habe auch gemerkt, dass ich eigentlich auch nicht genug kriegen konnte. Also ob ich jetzt 34, 32, 30, wahrscheinlich wäre es nie gut genug gewesen oder wenig genug. Ja, und jetzt ist das so, wenn ich mir heute Hosen kaufen gehe, dann zucke ich schon noch manchmal zusammen, wenn ich sehe, dass ich jetzt 40er tragen muss. Aber es geht. Ich mache mir immer wieder klar, was es zu bedeuten hat. Und dann kaufe ich mir auch gerne 40er Hose. Fünf Jahre lang hatte Bettina sich fast zu Tode gehungert. Sie wollte super dünn sein, wie ein Model halt. Ausgehungert zu sein, das bedeutete ihr Kontrolle über sich selbst. Seit 9 Monaten lebt sie nun in der therapeutischen Wohngemeinschaft einer Münchner Spezialklinik. Schritt für Schritt lernt sie hier, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Sie will herausfinden, was für sie persönlich richtig ist. Was bedeutet der Akt des Kochens für dich jetzt, Bettina? Es ist immer noch eine Überwindung. Ja? Ja, definitiv. Also es ist immer noch schwer, aber ich lerne gerade, dass es auch was sein kann, wo ich so im Moment bin irgendwie und auch Spaß dran haben kann eigentlich. Also es irgendwie auch, hat auch was mit Liebe so ein bisschen zu tun, das mit Liebe zu machen, das ist eigentlich sehr schön. Mit Liebe zu dir selbst? Auch, ja. Und so mit Selbstfürsorge und ich kümmere mich um mich. Mhm. Bettina ist 20 Jahre alt. Der Schlankheitswahn hatte ihr Leben fast zerstört. Doch sie kämpft erfolgreich gegen die Sucht an. Sie hat das Abitur in der Tasche. Ihr stehen viele Möglichkeiten offen. Bettina findet zurück ins Leben. Die ZDF-Reportage wieder nächsten Sonntag, 18.30 Uhr. Aktuelle Informationen zur Sendung finden Sie im Internet unter reportage.zdf.de.